Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Kommentieren-Ausgabe des Jahres 2022. Wir haben den 31.12.2022. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in das neue Jahr und lege mal gleich los hier. Rainer MBIVZ. Hi Lippo, ich hoffe, du hattest schöne Feiertage. Was hältst du denn von folgender? Das Problem ist, als Gast werden ja auch, glaube ich, gar nicht gespeichert. Deswegen weiß ich gar nicht, wo ich diese Nummer eingeben könnte. Sonst hätte ich es gemacht. Aber so, ich war auf Leashes, aber ich bin als registriert auf Leashes. Und ich habe es aber nicht gefunden. Es war eine spontane Partie als Gast ohne Anmeldung. Darum kein Nickname. Ich muss mal sehen, mich bei Lisches anzumelden. Grüße. Okay, Grüße zurück. Dankeschön von mir und dann zum nächsten hier. Ja, ich glaube, die lassen sich auch gar nicht finden, diese Gastpartien. Wüsste ich zumindest nicht. Jörg Rehse. Hi, Lippo. Hallo, Lippo. Vor allem kann man ein Geschenk nicht einfach weggeben. Das finde ich auch. Egal, ob durch Verlosung, Verkauf, Tausch oder sonst wie. Sondern ein Geschenk sollte man immer in Ehren halten. Ich würde nie im Leben etwas hergeben, was mir geschenkt wurde. Das wäre eine Beleidigung und eine Geste der Geringschätzung derjenigen, der mich beschenkt. Dabei kommt es auch nicht auf den Wert des Geschenks an. Die Spende des Mephisto Mobil mit MM1-Modul hat da den gleichen Wert wie das The King-Element mit Millennium 55-Brett. Es kommt darauf auf die Geste an und nicht auf den materiellen Wert. Der spielt von diesem Gesicht aus von keine Rolle. In Bezug auf die Megazahl muss ich dem fantastischen Rainer Spechel recht geben. Ja, das mache ich jetzt, das ändere ich jetzt. Jetzt mache ich eher die Elo-Zahlen. Ich werde mich ab jetzt nach den Elo-Zahlen richten. Bei den Kanalspenden bin ich ganz deiner Meinung, Jörg. Ich finde, dass dies der Lohn der Arbeit ist. Das ist ja nicht so, dass ich hier am Bahnhof stehe und dann Zettel hängen stehen, so ein Schild stehen, Schachcomputer spenden und da kommen die Leute einfach vorbei, obwohl ich nichts dafür mache und dann laden die Schachcomputer da ab. So nach dem Motto, ich brauche sie nicht mal hier, Lippo, hier für dich. Das ist auch, ich kann die dann für den Kanal verwenden, diese Schachcomputer. Das ist doch das Gute. Das ist, kommt ein bisschen retromäßiger rüber, als wenn ich jetzt den PC stehen habe mit den Emulatoren. Und das wäre dann auch nicht so dolle. Das werde ich hin und wieder aber wieder machen, dass das ein Gerät wird das Originalgerät sein, das andere Gerät der Emulator. Ich habe jetzt, Entschuldigung für das Geschniefe, ich hoffe, ich kann das gleich mal ein bisschen minimieren. Ja, dann möchte ich das übers Genius-Exklusivbrett wohl machen. Das sind halt beide Bretter drin, aber ich habe übrigens das Phoenix-Modul heute zurückgeschickt. Ich habe den Retoursticker bekommen und war heute Morgen dann direkt. Das ist ja nur 4 Minuten vor mich, gehe aus der Haustür raus, dann links 200 Meter, links 200 Meter bin ich schon da. Da habe ich mir jetzt endlich mal die Shop-Nummer aufgeschrieben, dass ich, wenn ich da nicht zu Hause bin, dass ich diesen Paketshop angebe. Weil der hat ja auch sehr lange offen. Heute bis 22.30 Uhr geöffnet. Das ist an Silvester. Das muss man auch mal honorieren. Wünsche ich dir auch. Schaut doch bitte dann nicht. Achso, das habe ich ja gerade schon. Das hatte ich auch schon. Übrigens, den Rainer, den er hier meinte. Ich hatte keine Lust mehr. Ich bin gestern von der Arbeit gekommen und habe schon mehr so eine E-Mail da stehen gehabt, dass man gefälligst diese Geräte zu tauschen hätte und ich wüsste es nicht. Ja, ich würde keine Dankbarkeit zeigen. Das ist ja vieles von der Kommunikation findet ja über E-Mail statt. Ich tausche mich mit denen ja nicht in den Kommentaren aus. Und deswegen ist das halt so, dass das über E-Mails geht. So, oder teilweise über Facebook, über Messenger. Hallo Lippo, ich habe gerade als Weihnachtsgeschenk das Phoenix-Modul. Ja, dafür herzlichen Glückwunsch zum Phoenix-Modul. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit, mit dem Gerät, zusammen mit dem Turner mit Supreme 55 und die Classic-Element dazu. Ja, Classic-Element, das ist der Genius und The King in einem. Danke für deine immer interessanten Infos, Grüße und viel Spaß. Ja, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir viel Spaß
mit deinem wunderbaren Geschenk. Ja, es ist natürlich eine schöne Sache, da muss man sich nicht diese ganzen Geräte einzeln kaufen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das für mein Kornal wichtig wäre. Ja, dann könnte man halt diese Geräte getuned gegen PC-Programme spielen lassen oder sowas. Und halt mit PC-Programmen meine ich jetzt allerdings hier WeChess, Fritz 3 und Konsorten und nicht hier die heutigen Programme. Hier hat einer geschrieben, dass das beim Chess Challenger, den ich getuned bekommen habe, den ich ja getauscht gegen diese defekten Geräte. Also einer war davon, ich habe zwei da bekommen, zwei Geräte dafür. Und die Spannung wäre zu niedrig. Ich glaube jetzt nicht, dass ich einfach das Netzteil jetzt auf 12 Volt hochdrehe und dass das damit den Chess Challenger geht. Also so ein, wo man das einstellen kann. Sonst wüsste ich das gar nicht. Wie könnte man das so machen? So praktisch. Das ist auch der, der das getauscht hat. Der wollte auch dieses Münchenbrett gegen den Modena tauschen. Der ist jetzt wieder drin bei eBay. Wieder eingestellt. Das Problem ist ja, das sind so Geräte, die keiner haben will. Die tauscht er dann weg, aber und so weiter und so fort und so weiter und so fort und so weiter. Das kann auch sein, dass er mit dem in Kontakt steht. Dass sie gedacht haben, wie, schreib mal auf die Kommentare, mach mal, knet ihr mal ein bisschen weich, dass er das macht, diesen Tausch. Ich werde ihn nicht machen. Wir haben das ja schon geschrieben hier bei Jörg Rese, der hat vollkommen recht. Den Supermondial, den ich getauscht gegen den Mondial 2, das war mein eigener. Und den ich bekommen habe, habe ich dann behalten. Das so täusche wie meinetwegen ein HG440 gegen den HG240 oder ein MM4-Modul gegen den B+P-Modul. Solche Sachen könnte ich mir vorstellen, aber nicht hier so eine Fantasietäusche da. Was könnte ich auch machen? Da würde ich hier mal umgucken, wen ich nicht so gebrauchen könnte vor diesen Geräten. Und dann, wenn ich dafür ein Münchenbrett bekommen würde, das wäre doch fantastisch. So. Du meinst bestimmt den Rainer Peschel. Der hat dich ja ganz schön gedisst. Kein Verlust, dass er weg ist. Vielen Dank dafür. Nach der letzten Post hatte ich keine Lust mehr. Ich habe ihn gesperrt. Ich kommuniziere mit den Spendern ja per Mail. Und der München wurde mir geschickt, damit er bei mir in guten Händen ist. Wie würde es aussehen, wenn ich ihn dann sofort wegtauschen würde? Sorry, aber der Abschied war schnell und schmerzfrei. Hat er darauf geschrieben. Richtig hätte ich auch so gemacht. Daumen hoch dafür. Habe ich einen Daumen hoch gegeben? Wieso nicht? Ach, das war mit dem DGT-Treiber. Ich hatte den ja, da war eine Treiber-CD dabei. Kann auch sein, dass der Treiber aktualisiert wurde. Da habe ich auch noch keinen Daumen hoch für gegeben. Scusa dafür. So, dann kann ich ja schon mal hier auf unbeantwortete Kommentare gehen. Und da muss ich mal gucken, von wann diese... Also vor 3 Tagen habe ich das letzte gemacht. So, da müsste das hier anfangen. Ich behandle meine München- und Exklusivbretter immer mit einer ganz speziellen Politur. Die gibt es hier im Mercadona. Das ist eine spanische Supermarktkette. Damit sehen meine Bretter aus wie neu und das Holz hat eine richtig schöne satte und rustikale Oberfläche. Das ist ein winziges Fläschchen und nennt sich Reparador de Madeira. Nur die DSB-Plakette ist dadurch etwas dunkler geworden. So, dann den Daumen hoch. Ich habe hier so eine... Ich wüsste gar nicht, was das für eine Marke ist. Ich habe auf jeden Fall auch so eine Möbelpolitur. Da muss ich jetzt tatsächlich hingehen und nachgucken. Da habe ich auch schon Bretter mit poliert. Sehr schön mit dem Vancouver-Modul wie das Münchenbrett. Spieltechnisch gleich aufgewertet. Besser als nur ein MM4. Finde ich auch. So. Ein gutes Video mit interessanten Partien. Schade, so wenig Aufrufe und wenige Daumen. Ja, ich hoffe, das wird dann mit der Zeit besser. Da muss man eben, bei solchen Kanälen, da muss man Durchhaltevermögen haben. Das ist selbst so riesige Kanäle wie, ja, ich will mich jetzt nicht mit GameStar vergleichen, aber selbst der brauchte sehr lange, um dann sehr viele Abonnenten zu haben. Also das ist auch nicht so, dass hier GameStar meinetwegen, dass die einen YouTube-Kanal starten und sofort 1 Million Abonnenten. Nicht, dass ich die bekommen würde, aber selbst so große Abonnenten, ja, große YouTuber brauchen ihre Zeit. Ich habe mal irgendwo gehört, oder ja, in dem Video, glaube ich, gehört, dass es langsam losgeht und wenn dann ein gewisser Punkt überschritten ist, dann geht das erheblich schneller. Das ist ja die,
die magische Grenze sind dann die 1000 Abonnenten. Da kann man sehr viele Sachen machen, die man vorher nicht machen kann. Das Sagon-Programm von Gate und den Sprackeln kam von 1991 auf den Markt. Glaube ich, war das letzte Sagon-Programm. Also ich bin da nicht jetzt nicht so ganz so begeistert von. Da kommen Erinnerungen auf. Ende der 70er Jahre stand er im Kaufhof in Köln. Und ich war ein Schüler, oft um gegen ihn zu spielen. Der Chess Challenger 10. Ja, schade, dass er ein Rochadeverweigerer ist, dass er gar nicht rochiert. Das macht ihn sehr schwach. Mein erster war der MK1, der konnte nicht mal dekonkret der Züge überprüfen, aber war trotzdem eine Wundermaschine. Ja, das ist ja, und war eine tolle, faszinierende Zeit damals. Ja, das ist hier, ich hab, man kann nicht verstehen. Das ist ja wie mit dem Atari 2600 damals. Wenn man sich das heute ansieht, dann ist das auch total gruselig, aber damals war es bestimmt eine total geile Sache, da quasi am Bildschirm Dinge beeinflussen zu können. Dass ich etwas mache und das beeinflusst das Geschehen auf dem Bildschirm. Also nicht nur Fernsehen konsumieren und dann selber was machen, was Auswirkungen auf dem Geschehen auf dem Bildschirm hat. Und heutzutage ist das nur noch das reine Gruselkabinett, wenn man sich die Spiele ansieht. Das ist ein sehr schönes Gerät. Die Holzkiste wiegt Nobel und die Puppen sind auch sehr schön. Ich würde sie in der Kiste lassen. Ich nehme da dann besser ein turniergroßes Brett daneben, wenn man schon die Möglichkeit hat. Manchmal herzlichen Dank. Ich habe heute meinen vollen Tag. Wir haben Samstag früh am Morgen. Sorry. Der Boris sieht wirklich top aus. Er hat ein einzigartiges Design. Dass er Kommentare ausgibt, war damals magisch. Da hat man am Anfang gedacht, dass er sie wirklich je nach Stellung macht. Traum-KI sozusagen. Witzig fand ich, wie er im vierten Zug geschrieben hat, ich hätte am Matt in 6 übersehen. 1978 bei Horten, also hier von BH. Also sorry, wenn ich nicht alle Namen vorlese. 1978 bei Horten in Hamburg gegen das Ding gespielt. Nur an einen seiner Sprüche kann ich mich erinnern. Don't show David Levy oder so ähnlich. Boris is the King, vielen Dank dafür. Ja, manche geben mir einmal Herzen hier. Ja, mach ich mal hier. So, ich dachte immer, diese Herzen wären bei Special-Kommentaren. Aber The Big Reek zum Beispiel, da gibt das bei jedem Kommentar. Hier eine die Doku kannte ich auch. Die ist sehr interessant. Wie der Pozilnik gegen die Geräte simultan spielt. Einer hat er verloren, einer Remis. Dann haben die hat er dann sofort eine Revanche gespielt gegen den er verloren hat. Also auch simultan waren die damals schon starke Gegner. Hallo Lippo, also HF. Teste beim Phoenix, also das kann ich ja jetzt nicht mehr machen, jetzt habe ich den halt zurückgeschickt. Der hat mir den Rücksendesticker geschickt, der mir den ausgeliehen hat. Ich kann das vollkommen einsehen oder vollkommen verstehen, dass er dann das Gerät ja auch mal selber, dass er mit dem Gerät auch selber mal was machen will und dagegen spielen will etc. Aber ich habe in der E-Mail auch schon gedankt, nicht dass da jetzt geschrieben wird, ich würde nicht Dankbarkeit zeigen. Man sieht ja nicht alles hier in den Kommentaren und Videos. Ich habe einen Zettel beigelegt mit vielen Dank und so weiter. Ohne Gebrauchsspuren geht nichts. Gebrauchsanweisung, meine Güte. Drücke den Task, egal welcher, mehrmals über Select. Dann kannst du über den Task-Kram höher einstellen. Deine Videos sind gut. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe den ja schon wieder zurückgeschickt. Der hat mir heute Morgen, habe ich die E-Mail gesehen. Hab dann den Sticker ausgedruckt, alles wieder so verpackt, wie ich es bekommen habe. So, und das war's auch schon für Kommentare, kommentieren. Wie das eigentlich Überprüfung ausstehend. Wahrscheinlich Spam. Naja, vielleicht ein wenig zu wenig beschleunigt. Wenn war es vor 2 Jahren? Okay, das ist ja ein bisschen lange her. So, ich bedanke mich fürs Anschauen dieses Videos und verabschiede mich. Bis zum nächsten Kommentar und kommentieren dann im nächsten Jahr. Möge euer 2023 das erfüllen, was ihr euch erwünscht von diesem Jahr. Ich mache das immer. Das ist also begrüße das neue Jahr und dem alten Jahr quasi einen Arschtritt geben.
ich fand das Jahr sehr gut dieses Jahr, deswegen verabschiede ich quasi das neue Jahr, das alte Jahr. Beim neuen Jahr, ich weiß ja erst Ende nächsten Jahres, was das gegeben hat, das neue Jahr. So, damit endgültig tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche allen einen guten Rutsch in das Jahr 2023.